Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Computerwoche-Webcast in Zusammenarbeit mit Kaspersky. Cyberbedrohungen. So sieht ein zeitgemäßer Schutz aus, wie große Unternehmen auf Cyberbedrohungen richtig reagieren. Ja, dazu auch einen schönen Gruß an unseren heutigen Referenten Frank Jonas. Guten Morgen, Herr Jonas. Guten Morgen, Herr Hansel. Ja, bevor wir starten, unsere Stammzuschauer kennen das bereits, noch ein paar kurze Informationen von mir. Unser Referent hat ungefähr 35 Minuten Zeit für seinen Vortrag. Wir erwarten dann gerne Ihre Fragen zu dem heutigen Thema. Das können Sie links oben, ist ein Fragefenster, da können Sie Ihre Fragen einfach jetzt schon, wenn Sie welche haben oder im Laufe der Sendung eingeben. Wir versuchen die dann am Ende der Sendung zu beantworten. Wenn wir etwas nicht direkt aus dem Stegreif beantworten können, dann sammeln wir diese und kommen gerne im Nachgang der Sendung auf Sie zu. Ja, unser heutiger Referent Frank Jonas, der zeigt Unternehmen auf, wie sich die Bedrohungslandschaft bezüglich neuartiger Malware und gezielter Cyberattacken laufend verändert und analysiert vorhandene Schutzlösungen. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt er passende Lösungsarchitekturen für die IT-Infrastruktur von Unternehmen und er ist als sogenannter Trusted Advisor tätig. Das heißt, er begleitet Kunden vom Implementieren des Grundschutzes über erweiterte Schutzlösungen, dem Aufbau von Forensikressourcen bis zum Betrieb eigener Security Operations Center. Er ist Ingenieur für Nachrichtentechnik und seit vielen Jahren in der IT-Branche und seit 2017 ist er für Kaspersky tätig. Bevor wir aber inhaltlich jetzt ins Thema einsteigen, liebe Zuschauer, darf ich die Regie gleich mal bitten, die erste Umfrage einzublenden an Sie, liebe Zuschauer. Ja, wir wollen von Ihnen erst einmal wissen, welche Security-Attacken erwarten Sie denn heute vor allem im Laufe dieses Jahres? Ist es Ransomware? Sind es Angriffe auf Ihre IT-Infrastruktur oder auf die operative IT? Befürchten Sie Datendiebstahl oder DDoS-Attacken oder auch, muss man ja leider so ausdrücken, aktuell, das ist ein großes Thema, die sogenannten Crypto-Miner. Sie können auch mehrfach antworten. Bitte klicken Sie doch jetzt und teilen uns mit, was Sie für Befürchtungen haben. In der Zwischenzeit, Herr Jonas, wenn diese Umfrage läuft, eine kurze Frage an Sie. Wir wären ja keine aktuelle Sendung, wenn wir uns jetzt nicht auch dem Thema Corona widmen würden, weil man liest das ein oder andere ja momentan nicht nur in der Fachpresse, dass das auch Cyberkriminelle offensichtlich ausnutzen, dieses Thema. Ist das auch, teilen Sie das auch, ist das auch Ihre Einschätzung, dass die Cyberbedrohung durch Corona, dass das jetzt von Cyberkriminellen ausgenutzt wird? Und ja, was können Sie als Fachmann diesen Unternehmen jetzt raten? Ja, schönen guten Morgen allerseits. Vielen Dank erstmal für das Interesse am heutigen Webcast an alle Teilnehmer. Ja, Corona ist jetzt natürlich tatsächlich ein gutes Stichwort. Wir haben hier aus unterschiedlichen Aspekten heraus, also mit einer hohen Relevanz von Cyberattacken zu tun. Das fängt damit an, viele Unternehmen haben ja ihre Mitarbeiter jetzt ins Homeoffice geschickt und nicht jeder Mitarbeiter verfügt von heute auf morgen über einen Business-PC, sondern arbeitet möglicherweise mit seinem Privat-PC. Die Unternehmen haben darauf schon reagiert. Und es wird aber unter Umständen eine gewisse Zeit dauern, bis alle, die mit ihrem Privat-PC arbeiten, tatsächlich auch einen vernünftigen Endpoint-Schutz drauf haben. Ja. Auch die Tatsache, dass wir jetzt vermehrt natürlich über VPN-Verbindungen remote arbeiten, ist ein lohnendes Ziel für Hackerattacken. Jetzt gibt es aber auch noch einen ganz anderen Aspekt zum Thema Corona, ja, der in Richtung Sensibilisierung geht. Es gibt viele Menschen, die jetzt natürlich anfangen zu googeln, suchen nach neuesten Informationen zum Thema Coronavirus. Es ist mittlerweile bekannt, dass es eine Vielzahl von Websites gibt, die gerade zu diesem Zweck gebaut sind, hier vorzugaukeln, Informationen zu liefern. Und tatsächlich schleppen sie sich beim Anwählen dieser URL Malware ein. Also ja, auch hier geht es um die
die Sichtweise der Personen, die jetzt nach Informationen suchen. Versuchen Sie, möglichst offizielle Seiten wie Robert-Koch-Institut oder bekannte Nachrichtenmedien zu nutzen und nicht die erstbeste Seite anzuklicken. Und es gibt noch einen dritten Aspekt zum Thema Corona. Die Unternehmen befürchten natürlich jetzt Einbrüche in ihren Geschäftszahlen und werden zum Teil vorsichtiger mit ihren Ausgaben. Das heißt, auch die, die vielleicht überlegt haben, erweiterte Schutzlösungen zu installieren, gehen erstmal in Warteposition. Da einfach von unserer Seite die Empfehlung, bitte überlegen Sie das gut, wägen Sie das ab, ob Sie hier unter Umständen aus Befürchtungen, dass die Kosten zu sehr hoch gehen, vielleicht den Schutz vernachlässigen. Okay, das ist ein guter Punkt. Ich darf die Regie mal bitten, die Ergebnisse unserer Umfrage einzublenden. 82% Ransomware. Das Thema hört leider nicht auf, muss man sagen. Ansonsten verteilt es sich recht gleichmäßig. IT-Infrastrukturangriffe 49%, Datendiebstahl 44%, noch ein kleiner Wackler da auf 80%. 80% Ransomware. Herr Jonas, hätten Sie das erwartet? Ja, das hätte ich tatsächlich so erwartet. Also ich sehe jetzt an dem Ergebnis zwei Gesichtspunkte. Zum einen, es ist jederzeit mit Attacken aller Art zu rechnen. Ja, Ja. das geben die Teilnehmer hier auch ganz klar wieder, auch wenn es da diesen Schwerpunkt bei Ransomware gibt. Ich bin nicht überrascht, denn Ransomware, das ist halt aus einer kriminellen Motivation heraus eine Möglichkeit, teilweise schon für Hacker, die gar nicht allzu hohes Know-how haben, hier erfolgreich Unternehmen oder auch Personen anzugreifen und Geld zu erpressen. Und weil in den letzten Jahren Ransomware-Attacken an vielen Stellen erfolgreich waren, haben die Hackergruppen heute auch mehr Geld und letztlich Ressourcen zur Verfügung, um neue, noch hinterlistigere Ransomware-Attacken vorzubereiten. Deswegen, dieser Trend wird definitiv anhalten. Das ist ein gutes Stichwort, was man alles noch erwarten kann an widerlichen Attacken, um es mal so salopp zu formulieren. Und damit darf ich auch an Sie direkt übergeben, Herr Jonas. Und ja, da sehen wir schon das erste Slide. Bitte schön. Ja, danke sehr. Ja, ich beginne das gerne mit einem Blick auf unseren Firmengründer Eugene Kaspersky, der Kryptographie studiert hat und bereits als Student seine Absicht, seinen Spirit hat erkennen lassen, indem er die erste Virusdatenbank erstellt hat, die es je gab. Die bestand damals aus 55 Viren, da kann man heute nur drüber lachen. Aber er hat hier schon erkennen lassen, dass er das ganze Thema systematisch angehen will. Und mit diesem Spirit hat er dann das Unternehmen 1997 gegründet und führt es auch bis heute so. Und die Botschaft ist, wir helfen mit, dass die weltweite IT-Community vom Unternehmen bis zum einzelnen PC-Anwender zu Hause geschützt werden, wo immer wir unseren Beitrag leisten können. Und das findet statt in Form von tagtäglichen Recherchen in unserem Data Center beim Aktualisieren der Malware-Datenbank bis hin zum Ausliefern von Lösungen, die auch gegen aktuellste Angriffsmuster schützen können. Wenn wir noch mal einen Schritt weitergehen, ein paar Unternehmenszahlen, also 97 gegründet. Wir sind auf allen Kontinenten vertreten. Das ist interessant für die Unternehmen, die eine internationale Organisation haben. Produktionsstätten weltweit, das ist ja durchaus üblich heutzutage. Wir haben über 400 Millionen Lizenzen ausgeliefert und arbeiten mit 4.300 Spezialisten. Davon sind etwa 2.000 in unserem Headquarter in Moskau. Das sind Researcher, Malware-Analysten, Produktmanager und Softwareentwickler, die entsprechend die Lösungen liefern, aber auch die Informationen bereitstellen an Kunden, die sie bei uns entsprechend buchen. Wir sind
zum dritten Mal in Folge von Gartner ausgezeichnet worden. Hier ist das Besondere, es handelte sich um eine Kundenzufriedenheitsumfrage. Und das wirft auch ein schönes Licht auch auf unsere Arbeit, dass wir auch von den Kunden hier entsprechendes Feedback bekommen. Das nochmal kurzer Blick für die, die das interessiert. Weltweite Niederlassungen, sie bekommen also überall Support und wir können auch mit den Unternehmen zusammen eine entsprechende Support-Organisation auf die Beine stellen, sodass sie ein Follow-the-Sun-Support-Konzept. Und zum Thema, ja, Vertrauen. Wir sind ja in einem Metier tätig, das zum Teil auch von Misstrauen geprägt ist durch alle möglichen Informationen, wo möglicherweise Daten abfließen, an Geheimdienste weitergegeben etc. Ich möchte mit dieser Folie einfach mal zeigen, allerhöchste Sicherheitsstellen arbeiten mit Kaspersky zusammen, weil man uns vertraut und weil wir entsprechend Kompetenz beisteuern können. Auch das BSI stellt immer wieder ganz klar in den Vordergrund, es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit mit Kaspersky und man begrüßt unseren Beitrag zum Sichern der IT-Community. Es gibt da noch verschiedene Konsortien, in denen wir mitarbeiten, die unten aufgeführt sind, aber das kann sich jeder dann selber nochmal in Ruhe anschauen. Dazu eine kurze Frage, Herr Jonas. Das kam schon mal in anderen Sendungen auf, was auch das Thema Security Operations Center angeht. Frage an Sie, ohne Kooperation, ohne Zusammenarbeit, ohne auch mit den Behörden, auch mit Sicherheitsbehörden Zusammenarbeit, man schafft das heute selbst als Sicherheitsunternehmen alles nicht mehr alleine. Allianzen, Partnerschaften, Kooperationen sind das A und O in der Security mittlerweile. Richtig? Ja, definitiv. Und weil Sie gerade das Stichwort liefern, Security Operations Center, das ist ja der Versuch von Unternehmen sozusagen mit eigenen Bordmitteln, mit Hilfe ihrer eigenen Sicherheitsarchitektur auch möglichst schnell zu erkennen, ob sich irgendwo ungewöhnliche Dinge in ihrer Infrastruktur ereignen, um möglichst schnell auch Schwachstellen abstellen zu können. Hier können wir zum einen bestehende Security Operations Center mit zusätzlichen Malware-Daten beliefern, also so Stichwort Data Feeds oder auch ein APT-Reporting. Das heißt, wir informieren unsere Kunden darüber, was sich weltweit an Advanced Persistent Threats in der Landschaft bewegt. Und ich kann diesen Service sehr guten Gewissens empfehlen, weil wir einfach hier mit unserer täglichen Analysearbeit immer ganz vorne an der Front sind, sozusagen. Deswegen auch hier die Empfehlung, nehmen Sie Kontakt zu uns auf, lassen Sie sich von uns auch mal beraten, was wir noch beisteuern können. Und für die Unternehmen, die auch schon erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, eine komplexe Sicherheitsorganisation aufzubauen, bis hin zu einem Security Operations Center, wo sie ja auch entsprechende Fachleute benötigen, die können aus unserem Hause auch sozusagen diese Dienstleistung remote beziehen. Das heißt, wir liefern auch die Manpower oder wir liefern ihnen durch ein Monitoring ihrer Infrastruktur entsprechende Hinweise und Handlungsempfehlungen, wo sie Schwachstellen in ihrer Infrastruktur haben. Ja, das ist nochmal ein kurzer Blick auf diesen Award von Gartner. Und jetzt möchte ich kurz auf den Themenkreis kommen. Es gibt eine Fülle von Tests, die Sie im Internet auch leicht finden können, die von unabhängigen Testinstituten regelmäßig durchgeführt werden. Kaspersky landet hier auch regelmäßig auf Platz 1 oder auf den ersten drei. Ich möchte aber auf was anderes hinaus. In diesem Bereich werden im Wesentlichen Lösungen daraufhin geprüft, ob sie signaturbasierend bekannte Malware erkennen und dagegen schützen können. Und ich sage auch ganz offen, das können alle Anbieter mehr oder weniger gleich gut. Die Unterschiede sind da relativ gering. Was heute für ein Unternehmen, das sich überlegt, mit wem es zusammenarbeitet, viel wichtiger ist, ob erstens ein Unternehmen über viele Jahre hinweg immer vorderste Plätze besetzt und zum Zweiten,
ob ein Hersteller wie Kaspersky in der Lage ist, durch eine hohe Innovationskraft sehr, sehr schnell neue Schutzlösungen auf neue Bedrohungsmuster zu liefern. Und dieser Aspekt ist bei vielen Unternehmen noch nicht so präsent, wie er sein sollte. Ich mache dazu mal ein Beispiel. Es gibt seit einiger Zeit sogenannte Fileless Threats. Das ist eine Art von Malware, die so konzipiert und programmiert ist, dass sie sich nur in den Arbeitsspeichern von Systemen aufhält und von dort aus ihre Wirkung entfaltet. Das heißt, sie werden hier auch keine Spuren in den Infrastrukturen finden und das macht das Erkennen und den Schutz natürlich schwierig. Und diese Auswertung zeigt, dass Kaspersky sehr schnell hier eine passende Lösung gefunden hat. Und die Testergebnisse haben gezeigt, dass wir eine hundertprozentige Erkennungsrate hatten. Ich habe jetzt mal ganz bewusst die anderen hier ausgeblendet, die hier zum Teil namentlich aufgeführt sind. Wenn jemand diese Ergebnisse speziell interessiert, googeln Sie einfach mal nach AV-Test, Fileless Threat Protection und Sie werden diesen Testbericht finden. Und dazu möchte ich noch zwei Anmerkungen machen. Es gibt einen sehr, sehr großen IT-Anbieter mit dem großen M. Und damit meine ich jetzt nicht McDonald's, sondern ich meine den wir alle kennen. Der befindet sich hier im Mittelfeld. Und es gibt einen weiteren Themenkreis. Künstliche Intelligenz wird von einigen jüngeren Anbietern mit der Botschaft, publiziert, das, was die alten hergebrachten Hersteller wie McAfee, Trend Micro, Kaspersky da machen, das ist heute überholt. Wir machen heute künstliche Intelligenz. Einer dieser Anbieter ist hier ganz rechts zu finden. Wenn jemand dazu noch Fragen hat und das diskutieren will, herzlich gerne. Ich kann dazu auch noch ein bisschen mehr ausführen. Ich möchte zunächst noch mal auf die Bedrohungslage eingehen, bevor ich dann zum eigentlichen Kern unseres heutigen Webcasts komme, nämlich wie könnte ein sinnvoller Weg aussehen, um sich gegen die aktuelle Bedrohungslandschaft zu schützen. Botschaft 1, wer ist gefährdet? Jeder. Die Zeit ist vorbei, dass nur bestimmte Branchen angegriffen werden. Heute muss jeder damit rechnen. Und wir haben auch teilweise Gespräche mit Kunden, die sagen, wissen Sie, Herr Jonas, bei uns ist 30 Jahre lang nichts passiert. Wir sind ein Mittelständler mit 1000 Mitarbeitern und wer will uns schon angreifen? Darauf muss man ganz klar sagen, wenn es nicht das Unternehmen selber ist, dann kann es aber das Unternehmen quasi sein, das angegriffen werden soll als Relaisstation zu größeren Unternehmen, mit dem dieses Unternehmen zusammenarbeitet. Das heißt, die Attacker gehen quasi den Umweg und weil sie vermuten können, dass der Schutz bei kleineren Unternehmen nicht so hoch ist, dringen sie zunächst mal bei diesem Unternehmen ein. Und jeder Zulieferer hat ja nun auch seine Verbindungen zu seinen großen Auftraggebern und versuchen auf diesem Weg eben als Angriffsziel das große Unternehmen anzugreifen. Also auch von diesem Aspekt her sollte sich ein Unternehmen überlegen, welchen Schutz es bei sich installiert. Und in den Medien werden Sie immer nur einen Bruchteil dessen mitbekommen, was passiert. Wir haben einige Meldungen in den letzten Monaten gehabt. Dabei waren Automobilzulieferer mit 4000 Mitarbeitern. Es war ein DAX-Unternehmen aus dem Automobilbereich. Das ging sogar durchs Heute-Journal, wo über Monate Daten abgegriffen worden sind. Und im letzten Jahr war es ein wehrtechnischer Hersteller, der wochenlang Produktionsstillstand hatte. Das hat man gehört. Tatsächlich passiert viel, viel mehr. Wir haben das in einer der vorangegangenen Sendungen schon mal gehabt, Herr Jonas, die sogenannten Supply Chain Angriffe. Teilen Sie auch diese Einschätzung, dass das nicht nur von der Quantität, sondern auch von der Qualität dieses Jahr noch zunehmen wird? Ja, also das teile ich eins zu eins. Es ist, wie ich es vorhin schon sagte, die Hacker machen ja immer Schritt eins. Wir haben ja hier ein Hase-und-Igel-Spiel. Die Hackergruppen denken sich was Neues aus und die Hersteller müssen schauen, wie sie darauf reagieren, ob die vorhandenen Lösungen ausreichen oder ob man neue Schutzmechanismen entwickeln muss.
Und je erfolgreicher die Hacker in der Vergangenheit waren, desto mehr Power können sie da reinstecken, noch besser, noch raffiniertere Angriffe zu programmieren. Also der Trend wird anhalten, definitiv. Er wird auch auf weitere Bereiche ausgeweitet. Wir haben bisher sehr, sehr häufig Angriffe auf die klassische Office-IT-Umgebung gesehen. Wir sehen seit einiger Zeit auch sehr viele Angriffe auf Produktionsumgebungen. Und die Realität ist, dass viele Unternehmen hier bisher den Schutz vernachlässigt haben, weil sie von der Strategie ausgegangen sind, wir koppeln die Produktionsunternehmen so weit wie möglich ab. Und dann wird da schon nichts passieren. Wir machen Netzwerksegmentierung, wir verplomben alle USB-Ports in dieser Umgebung und damit sind wir safe. Wir stellen aber jetzt seit einem Jahr fest, dass viele Unternehmen das erkannt haben und jetzt auch mit uns über spezielle Lösungen zum Schutz der OT-Umgebungen, also ihrer Produktionsbereiche, sprechen. Okay, danke. Ja, alle Branchen im Visier, habe ich schon gesagt. Die Folie zeigt auch noch ein bisschen was anderes, nämlich aus welchen Gründen eigentlich Angriffe erfolgen. Und das ist eine ziemliche Bandbreite von reiner Spionage, von Regierungsstelle beauftragt. Es sind kriminelle Aktivitäten. Es gibt seit einiger Zeit einen Angriff, der in Richtung Bankautomaten geht, der Kabanak-APT, der natürlich auch immer noch unterwegs ist, aber viele Banken haben sich mittlerweile geschützt. Das heißt, vielleicht um da auch mal ein, zwei Worte zu sagen, so ein Angriff hatte zum Ziel, zunächst mal die Infrastruktur einer Bank auszuspähen und dann die Bankautomaten zu manipulieren. Die Hackergruppe hat einen Helfershelfer in irgendeine Filiale mit einem Bankautomaten geschickt. Der meldet, ich bin da. Und aus der Ferne wurde der Bankautomat angewiesen, Geld auszuspucken. Weltweiter Schaden bis heute 1,5 Milliarden Dollar. Ja, das sind so kriminelle Aktivitäten. Aber es geht dann auch um Identitätsdiebstahl. Also fremde Accounts hacken, an Kreditkartendaten kommen, etc. Oder ganz großes Thema Wirtschaftsspionage. Das ist mittlerweile auch, glaube ich, Allgemeinwissen, dass viele Länder versuchen, andere auszuspähen oder dass beispielsweise Unternehmen X versucht, seinen Wettbewerber Unternehmen Y auszuspähen, weil die einen gewissen Know-how-Vorsprung haben und dieses Wissen abzugreifen. Also es gibt unterschiedlichste Gründe, warum Hackerattacken stattfinden. Ganz kurze Zwischeninformation, liebe Zuschauer. Es sind schon Fragen eingegangen, dafür herzlichen Dank. Ich darf Sie weiter noch auffordern, bitte. Stellen Sie uns Ihre Fragen. Es sind schon einige interessante Aspekte dabei, die wir dann am Ende der Sendung besprechen wollen. Damit zurück zu Ihnen, Herr Jonas. Danke. So, auf der nächsten Folie mal so ein bisschen der Versuch, eine komplexe Materie vereinfacht darzustellen. Wir haben es jeden Tag mit 360.000 neuen Malware-Objekten zu tun. Das BSI spricht übrigens von 380.000, aber das spielt letztlich auch keine Rolle. Zum einen können Sie sich vorstellen, diese Menge an neuen Objekten lassen sich nur mit modernster Technologie bearbeiten. Etwa 96% werden von unseren Machine Learning Systemen untersucht und klassifiziert und eingestuft und in unsere Malware-Datenbank eingespielt. Die restlichen 4% werden manuell durch unsere Security-Analysten untersucht und bewertet. Und das ist schon mal eine Botschaft, die ich hier auch an der Stelle weitergeben möchte. Wir sind von dieser Strategie, nämlich Kombination modernster Technologie mit der menschlichen Urteilsfähigkeit nach wie vor überzeugt und halten das für das erfolgreichste Konzept. Die Botschaft geht in Richtung von denen, die künstliche Intelligenz propagieren. Da gibt es mittlerweile auch Beispiele aus der Praxis, wo mit geringen Änderungen Dateien plötzlich nicht mehr erkannt werden. Also die Diskussion können wir auch gerne führen. Wenn die Teilnehmer Interesse daran haben, stellen Sie doch eine entsprechende Frage. Dann kann ich da noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen.
Herr Jonas, das ist ein wunderbares Stichwort, eigentlich erst am Ende der Sendung, aber da die Frage jetzt so wunderbar reinpasst, kam gerade eine Frage rein eines Zuschauers genau zu diesem Thema. Er fragt, ob Ihr Unternehmen auch in der Lage ist, polymorphe Viren zu entdecken. Und er hat wohl die Herausforderung, dass in den Penetrationstests Virenscanner in der Regel kein Hindernis seien. Im Normalfall klopfe der Virus erstmal vorsichtig an, wie der Zuschauer das nennt, und wartet, bis der Virenscanner reagiert und daraufhin verändere er seine Struktur und die heuristische Analyse des Virenscanners greift ins Leere. Ist genau das Thema, von dem Sie gerade sprechen? Ja, also das gehört genau mit in diesen Themenkreis. Ich bin kein Spezialist für Malware, aber polymorphe Viren sind tatsächlich eine große Gefahr, die man auch eben mit erweiterten Schutzlösungen abfangen muss. Und im Grunde genommen ist die Frage, die gestellt wurde, schon eine Bestätigung dafür, dass sich heute Unternehmen nicht mehr nur auf den klassischen Antivirusschutz verlassen dürfen. Die Hacker kennen natürlich auch die Lösungen und schauen die sich an und überlegen, wie sie die klassischen Antiviruslösungen überwinden können und versuchen, in die Infrastruktur einzudringen. Und was sich hier auf der linken Seite mit der dreidimensionalen Pyramide dargestellt habe, das sind nämlich die beiden oberen Kategorien, die genau solche Elemente auch nutzen. Die bestehen aus einer Vielzahl einzelner Bestandteile, die erstmal über den klassischen Antivirusschutz geschoben werden und, wenn sie sich in der Infrastruktur befinden, zum eigentlichen Angriff zusammengebaut werden. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur sozusagen die Mauer zu bauen, die mein Grundstück schützt, sondern auch ein Monitoring einzurichten, das beobachtet, ob sich in der Infrastruktur irgendwelche Dinge tun, die nicht sein sollen. Also irgendwelche unzulässigen Internetverbindungen aufgebaut werden oder werden zu irgendwelchen suspekten Host-Verbindungen aufgebaut, etc. Und wir kommen in das Thema verhaltensbasierte Lösungen. Das heißt, Malware, die ich nicht kenne und die ich nicht über die klassische signaturbasierende Lösung erkennen kann. Wie erkenne ich die? Und da kommen wir auch zu dem Thema polymorphe Angriffe zurück oder polymorphe Viren. Ich kann das nur durch das Verhalten entdecken. Und dazu brauche ich mehr als die Grundschutzlösungen, die im unteren Bereich der Folie dargestellt sind, sondern ich brauche Transparenz, das in der Infrastruktur, zum Beispiel Endpoint Detection and Response. Also ich kriege mehr mit, was sich im Endpoint-Bereich tut. Und es wird auch die Historie mit protokolliert. Nehmen Sie mal den Fall, so wie es heute noch vielfach passiert. Ein Mitarbeiter meldet an seinen IT-Support und sagt, mein Rechner funktioniert nicht mehr, da ist irgendwas merkwürdig. Der IT-Support kommt, versucht ihm zu helfen. Der normale Weg ist, den Rechner platt machen und neu aufsetzen, damit der Mitarbeiter weiterarbeiten kann. Dann sind aber auch alle Informationen für forensische Untersuchungen verloren. Und dafür gibt es Lösungen, die das eben dann trotzdem noch bereitstellen können, sodass die IT-Sicherheitsspezialisten in der Lage sind, trotzdem rückzuverfolgen, was ist passiert, welche Malware ist auf welchem Weg eingedrungen, hat die irgendwelche Malware nachgeladen oder Prozesse in meiner Infrastruktur gestartet. Das kann man transparent machen, erfordert aber erweiterte Lösungen. Wunderbar, Herr Jonas. Wir treten in die letzte Viertelstunde ein und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, Sie haben weitere Fragen gestellt und wie gesagt, die wollen wir dann gerne am Ende unserer Sendung beantworten. Damit zurück zu Ihnen, Herr Jonas. Ja, lassen Sie mich vielleicht zu dieser Folie noch eine Anmerkung machen. Da steht auf der, ja, nicht ganz rechts, also rechts neben der Mitte, Kaspersky Sandbox. Das ist zum Beispiel ein Thema, was zwar als Begriff schon lange im Markt existiert, Sandboxing. Das ist also für die, die es vielleicht nicht so gut wissen, im Prinzip eine isolierte Umgebung, in der eine Schutzlösung jetzt automatisiert eine Malware ausprobieren kann. Was tut die eigentlich und was würde sie unter Umständen an Malware nachladen wollen, wenn man sie nur ließe? Also ich kann hier neue Erkenntnisse gewinnen. Wir haben bei Kaspersky hier eine High
End-Sandbox entwickelt, die verschiedene Merkmale hat. Zum einen ist sie um den Faktor 4 bis 5 schneller als andere Sandboxen am Markt. Zum zweiten, es gibt Malware-Typen, die untersuchen zunächst mal, ob sie sich in einer Sandbox befinden und sich totstellen. Und unsere Sandbox gaukelt der Malware vor, dass sie sich ständig in einer anderen Umgebung befindet. Also da werden laufend neue virtuelle Umgebungen geschaffen, sodass eine Malware diesen Trick quasi nicht anwenden kann. Zum Dritten beinhaltet unsere Sandbox-Lösung auch schon eine erweiterte Funktionalität. Sie untersucht nämlich auch, ob Internetverbindungen aufgebaut werden zum Zwecke des Nachladens weiterer Malware. In dieser Kombination ist die Kaspersky Sandbox im Moment, ich denke, allein am Markt. Und der große Vorteil für die Unternehmen ist, vorausgesetzt, sie setzen unseren Endpoint-Schutz ein, dass hier vollautomatisiert gearbeitet wird. Das heißt, die Unternehmen brauchen keine zusätzlichen Ressourcen. Sie müssen nicht mit eigenem Know-how jetzt irgendwelche Erkenntnisse beurteilen und Maßnahmen ergreifen. Das macht alles die Sandbox automatisiert. Das ist eine hervorragende Ergänzung vom vorhandenen Kaspersky Endpoint-Schutz. Gut, ich würde es mal an der Stelle damit belassen. Wer weitergehende Fragen hat, kann das ja auch nach dem Webcast gerne noch tun. Hier nur ein ganz kurzer Blick, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Das, was ich gerade schon ausgeführt habe, kann man in dieser Form auch noch mal etwas anders darstellen. Es gibt das Gartner Security Framework. Das ist quasi eine Empfehlung für Unternehmen, wie sie schrittweise ihren Schutz erhöhen können. Sind 4 Quadranten. Man beginnt oben rechts und liest das im Uhrzeigersinn. Und ich will an dieser Stelle nur eins sagen, dass Sie alle unsere Lösungen auch den Quadranten zuordnen können. Das bedeutet, für jeden Schritt, den ein Unternehmen tut, haben wir eine passende Lösung oder einen passenden Service, mit dem wir Daten liefern können, damit Sie mehr Transparenz bekommen, damit Sie Grundlagen haben für forensische Untersuchungen, bis hin, was Sie also Vorhersagen betitelt. Damit ist gemeint, unsere APT-Reports geben den Unternehmen frühzeitig Informationen, wo sich weltweit welche Art von Angriffen formiert. Ob bestimmte Branchen angegriffen werden, bestimmte Unternehmenstypen, welche Art von Angriffsmustern das sind. Und die Unternehmen, die diesen Service bei uns gebucht haben, können sich schon sehr frühzeitig mit ihren eigenen Infrastruktur Spezialisten zusammensetzen und die Frage stellen, sind wir auf diese Art von Angriffen genügend vorbereitet? Bitte schaut euch die Infrastruktur daraufhin nochmal genau an. Mhm. Ja. So. Vielleicht nur nochmal zu ergänzen. Punkt, ja. Die Kosten, auch das ist zu beobachten. Wir führen also seitens Kaspersky auch regelmäßig Untersuchungen durch, tragen Informationen zusammen. Was wir seit Jahren beobachten, ist, dass die Kosten ja nicht nur linear, wie man es hier sieht, eigentlich sogar exponentiell ansteigen. Ich kann, und das sind, man, da muss ich immer vor Augen halten, das sind ja nur Durchschnittswerte, Statistik halt. Die tatsächlichen Kosten liegen oft ein Vielfaches höher. Wir haben Kontakt zu einem Unternehmen, das uns um Hilfe gebeten hat, Automobilzulieferer, der vor kurzem betroffen war vom Emotet-Angriff, der die Kosten selber mit 10 Millionen beziffert hat. Der hat die Mitarbeiter nach Hause schicken müssen, wochenlang keine Produktion, die gesamten Systeme mussten neu aufgesetzt werden. Es handelte sich auch hier übrigens wieder um einen Ransomware-Angriff. Also einfach nochmal als Botschaft, bitte unterschätzen Sie das Thema nicht. Nutzen Sie alle Schutzmöglichkeiten aus, die Sie sich leisten können letztlich auch. Das ist ein wichtiger Punkt. Man darf das nicht unterschätzen, dass die Kosten teilweise noch viel höher liegen, weil viele Angriffe ja gar nicht in den Statistiken auftauchen, weil
die Damen und Herren in den Unternehmen, die ja leider nicht melden. Aber das ist ja auch mitunter verständlich. Ich glaube, wir Ja. kommen zur nächsten Umfrage, wenn ich das richtig sehe. Darf ich die Regie mal bitten, die nächste Umfrage, weil wir uns jetzt noch einem sehr aktuellen Thema widmen wollen. Cloud Services und vor allem ganz speziell Microsoft Office 65 ist ja ein sehr aktuelles Thema und da auch bestimmte Attacken. Dazu die Frage an Sie, liebe Zuschauer. Setzen Sie denn bereits Microsoft Office 365 ein? Ja, so wie es bereitgestellt wird. B, nee, wir setzen es ein, aber mit additiver Sicherheit aus gutem Grund. C, nein, wir tendieren aber dazu, es einzusetzen. Oder D, sind Sie sicher, dass Sie es nicht einsetzen wollen, diese Software und auch in Zukunft nicht nutzen wollen? Stimmen Sie doch bitte jetzt ab, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herr Jonas, die Frage dazu, das ist auch wieder ein sehr aktuelles Thema, gerade in diesen Tagen. Cloud Services sind ja gefragter denn je aus gutem Grund, aber ohne fortgeschrittenen Schutz mitunter ja auch riskant, richtig? Und was sind so typische Gefahren, die Sie momentan so auf dem Markt sehen, was Cloud Services angeht? Also zum Punkt 1, zum einen die Bestätigung, die Strategie, immer mehr in die Cloud zu verlagern, die wird anhalten, definitiv. Bei den Cloud Services müssen wir ja unterscheiden. Einmal werden Applikationen in der Cloud genutzt. Also ich arbeite mit Office 365 und nutze Word, Excel und viele andere Dienste über die Cloud. Aber es gibt ja auch Infrastruktur aus der Cloud, die die Unternehmen auch zunehmend nutzen. Der Trend wird auch schon aus dem Grund anhalten, weil ja einfach die Flexibilität für die Unternehmen sehr groß ist. Gerade im Infrastrukturbereich, wenn Projekte aufgesetzt werden, Entwicklungsprojekte oder ähnliches, dann braucht ein Unternehmen für einen begrenzten Zeitraum sehr, sehr viel Infrastruktur, Ressourcen und kann nach 3 Monaten die wieder abmelden. Also das wird auf jeden Fall anhalten, weil das große Kostenvorteile bringt. Aber, und jetzt kommt die Empfehlung, möchte ich mal sagen, verlassen Sie sich nicht nur auf Ihren Cloud-Provider. Natürlich wird in den Verträgen drinstehen von Seiten der Auftraggeber, dass der Cloud-Provider für einen Mindestschutz oder den jeweils technologisch optimalen Schutz zu sorgen hat. Aber wollen Sie sich als Unternehmen darauf verlassen? Was ist, wenn das schief geht? Gut, dann werden Sie sagen, haben wir Vertragsstrafen oder ähnliches oder Schadenersatzregelungen. Aber den Schaden haben ja zunächst mal Sie selber als Unternehmen. Und ich hatte ja gerade das Beispiel genannt, wie in welche Dimensionen die Schäden gehen können. Bis Sie mit Ihrem Provider das ausgestritten haben, ist vielleicht das eine oder Unternehmen von Insolvenz bedroht. Ich muss das wirklich jetzt mal so drastisch formulieren, weil Ja. wir dringend empfehlen, unseren Kunden oder Interessenten zusätzlichen Schutz zu nutzen, damit sie auch von ihrer eigenen Infrastruktur aus ein Monitoring und eine Schutzlösung bereitstellen können. Bevor wir jetzt in die letzten 10 Minuten der Sendung eintreten, darf ich die Regie mal bitten, die Auflösung zu zeigen. Ein sehr Oh, ausgeglichenes das ist ja. Bild, wie ich feststellen kann, aber immerhin, da hätte ich jetzt persönlich als Laie nicht mitgerechnet, dass 25% schon einen zusätzlichen additiven Sicherheitslevel eingezogen haben. Ist das ein Wert, den Sie erwartet haben? Bereits ein Viertel, Herr Jonas? Ja, ich bin also nicht überrascht, muss ich sagen. Und das ist ja auch jetzt nur eine Momentaufnahme. Wenn wir das Ganze ein Jahr später machen, wird wahrscheinlich der obere Balken, also so wie es bereitgestellt wird, schon ein Stück weiter ausschlagen. Da bin ich sicher. Ist auch kein Problem. Ich kann nur wiederholen, wer Interesse hat, sich mal mit uns zu unterhalten, aus welchen Gründen es sinnvoll ist, zusätzlichen internen Schutz zu haben, kann das gerne tun. Ich kann einen Hinweis bereits hier an dieser Stelle geben. Der Microsoft-integrierte Schutz ist nicht in Echtzeit. Der hat eine Verzögerung. Das heißt, wenn neue Malwaretypen auftauchen, ist dieser Schutz über die Cloud nicht sofort parat. Im Unterschied
zu unserer Zusatzlösung, die wir anbieten, nämlich der Kaspersky-Schutz für Office 365 ist ein Real-Time-Schutz. Und das kann einen großen Unterschied ausmachen. In der halben Stunde kann der Ransomware-Angriff durchkommen und Ihr Unternehmen ist betroffen, während mit der zusätzlichen Schutzlösung von uns er abgefangen wird. So einfach kann die Welt sein. Ganz kurz, wir haben noch 5 Minuten, Herr Jonas, und wollen auch noch ein, zwei Fragen reinnehmen, deshalb ganz schnell wieder zu Ihnen. Gut. Ja, ich bin eigentlich im Wesentlichen durch. Vielleicht eine Anmerkung noch zur Emotet, weil ich das auch kürzlich erfahren habe und das vielleicht den einen oder anderen auch interessiert, wie sowas im Prinzip abläuft. Und das möchte ich hier nochmal ganz kurz wiedergeben, weil Sie daran auch sehen, wie raffiniert solche Angriffe gebaut werden. Eine Ausprägung von Emotet ist so gewesen, dass praktisch der Ursprung des Angriffs auf eine E-Mail zurückgeht, die das betroffene Unternehmen selber gesendet hat. Das kann zum Beispiel sein im Bereich vom Bewerbungsverfahren, dass HR eine Mail rausschickt. Der Bewerber, der angeschrieben wurde, antwortet darauf, er soll noch Unterlagen schicken. So, und jetzt kommt der erste Punkt. Diese E-Mail wird über den Emotet-Angriff abgefangen und mit einer manipulierten Datei versehen und dann weitergeschickt. Das heißt, das Unternehmen, das ursprünglich die Frage abgeschickt hat, hält das für unverdächtig. Und das ist so ein Wesen der modernen Angriffe, praktisch zu vermeiden, dass oder das angegriffene Unternehmen in irgendeiner Form misstrauisch wird, das also wirklich sauber aufzubauen und mit einer Story zu hinterlegen, sodass der wirklich unverfänglich auf einen Link klickt, dann Makros aktiviert und das ist die Schwelle, mit der dann Malware eingefangen wird. Die Malware setzt sich zunächst mal in der Infrastruktur fest, meldet an einen C&C-Server, also einen Control-Server, zurück, ich bin jetzt hier in der Infrastruktur und ab dem Moment ist das Unternehmen quasi ferngesteuert. Ja, und deswegen nochmal auch ein Appell, vorsichtig zu sein bei allen E-Mail-Kommunikationen, die Sie führen, wenn Sie Links klicken oder wenn Sie Makros aktivieren, wirklich auch den Hintergrund dieser Kommunikation zu hinterfragen und immer das Thema Malware-Angriffe im Kopf zu haben. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Jonas. Ich darf mal die Fragen einleiten. Ein Zuschauer fragt, Herr Jonas, wir haben eine zentral gesteuerte Endpoint Security im Einsatz. Ist hier Detection and Response und die Sandbox aktiv, beziehungsweise ist das verfügbar? Also gemeint ist Kaspersky Endpoint Würde Security. ich mal tippen wollen. Ja. Der Zuschauer fragt es nicht direkt. Ja, Aber aber wenn ich eine das mal zentrale. unterstelle, ja, die Ja. Lösungen sind verfügbar. Wir haben einmal in unserer Advanced Endpoint Lösung die sogenannte Adaptive Anomaly Control. Das Ja. ist eine Lösung, die auch zusätzlich noch die Möglichkeit bietet, dass das Mitarbeiterverhalten mit betrachtet wird. Diese Lösung geht zunächst mal in einen Lernmodus und stellt fest, welcher Anwender typischerweise mit welchen Verzeichnissen und welchen Dateien arbeitet. Und wenn die Schutzlösung dann eingeschaltet ist, wird überwacht, ob der sich in seinem typischen Umfeld bewegt oder ob er es verlässt, weil das könnte ein Hinweis auf einen Angriff sein. Okay. Und ja, also um die Frage nochmal zu beantworten, ja, die Lösungen sind verfügbar. Wenn Interesse besteht, bitte Kontakt aufnehmen. Eine Frage, die haben wir ja schon im Grunde behandelt. Der Zuschauer sagt, er findet KI aus seiner Sicht ungeeignet für den Security-Bereich, weil er sagt, in einem dynamischen Umfeld, wo viele Daten fehlen, eine ausreichende Datenqualität nicht möglich ist. Da hatten Sie ja auch schon drüber gesprochen, Herr Jonas. Das heißt, Ja. KI muss man auch kritisch hinterfragen, wenn einem so etwas angeboten wird, richtig? Ja. Vielen Dank für die Frage. Vorbemerkung, ich möchte KI nicht schlecht machen. Das ist eine neue Technologie, die wir bei uns auch nutzen und einsetzen im Rahmen unserer eigenen Analysearbeit.
Aber ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Vortrag von Professor Lesch gehört, der das Thema mal transparent gemacht hat. Und die klare Aussage war, künstliche Intelligenz suggeriert ja, da wird irgendwas auch entschieden, da wird auch eine Urteilsfähigkeit mit verbunden. Das ist nicht der Fall. Künstliche Intelligenz, so wie sie heute verfügbar ist, ist quasi Mustererkennung. Das heißt, ich muss das System mit vielen, vielen Informationen füttern und ihm sagen, du hast in der Vergangenheit dieses Objekt gehabt und damals hast du es folgendermaßen bewertet. Und solche Beispiele in einer sehr großen Zahl muss ich der Lösung eingeben und dann kann die Lösung in Zukunft versuchen, aus den Erkenntnissen der Vergangenheit eine Einstufung heute vorzunehmen. Das ist aber nicht zu verwechseln mit menschlicher Urteilsfähigkeit. Und deswegen steht KI heute immer noch in einem Entwicklungsstadium, weil sie müssen eine sehr große Zahl von Mustern füttern, damit die Ergebnisse immer genauer werden. Und wir ersetzen das, wie ich es eingangs sagte, durch diese Technologien in Verbindung mit menschlicher Urteilsfähigkeit durch unsere Analysten. Wir haben schon eine Minute überzogen, aber ich möchte noch ganz kurz zwei schnelle Fragen mit zwei ganz schnellen Antworten, Herr Jonas, Okay. zulassen. Die Sandbox nutzen, aufrufen, geht das automatisiert? Ja. Okay, hatten Sie auch schon darüber gesprochen. Und der Zuschauer fragt nach der Schutzempfehlung. Er hat ein kleines Unternehmen, maximal 20 PCs, und mit der klassischen Ausstattung sehe ich gerade Server-Client, Netzwerk mit VLAN. Die Schutzempfehlung grundsätzlich ist natürlich schwierig an der Stelle, aber wenn ich sie richtig interpretiere, mehr als der Durchschnittsschutz. Es muss einen erweiterten Schutz selbst für kleinere Unternehmen heute geben, richtig? Ja, am besten mal auf unsere Website gehen und dort nachschauen. Da sind verschiedene Lösungen skizziert und von dort aus haben Sie auch die Möglichkeit, Kontakte aufzunehmen. Wenn es um den Endpoint geht, also die PCs der Mitarbeiter, dann können Sie sich die Lösung von der Internetseite runterladen und ja, Ja. sind damit geschützt. Ja, danke. Dazu noch ein paar Hinweise, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Natürlich, wir haben Ihre Fragen hier gespeichert. Wir werden auch gerne im Nachgang werden die Kaspersky-Experten da auf Sie zukommen. Sie können im Download-Bereich die Präsentation des Tages natürlich herunterladen. Da stehen auch weitere Materialien für Sie bereit an dieser Stelle. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie eingeschaltet, zugeschaltet heute haben. Ihnen, Herr Jonas, herzlichen Dank für diesen Einblick in die aktuelle Cyberbedrohungslage. An dieser Stelle, wie immer, mein Wunsch, bleiben Sie uns gewogen und man kann es in diesen Tagen nicht oft genug sagen. Vor allem bleiben Sie bitte alle gesund und munter. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.